Herzlich willkommen bei Osnaball TV in den Amateurligen. In Osnabrück ist Ruhe eingekehrt. Sämtliche Entscheidungen, sowohl im Abstieg als auch im Aufstieg, sind gefallen. Es war überall sehr spannend. Und besonders spannend war es in der Kreisliga Nord. Deswegen habe ich mich heute mal hier bei den Sportfreunden Lechting, dem Spielertrainer der Sportfreunde. Immer schön, dass du dir Zeit genommen hast eben für uns. Ich war ja wirklich zum Spieltag gespannt. Hast jetzt so ein bisschen Pause gehabt, konntest so ein bisschen die Feier begleiten. Hinter dich lassen. Weil zum letzten Spiel so spannend zwischen Eintracht Rulle und den Sportfreunden aus Lechting mit dem besseren auch mit zwei Wochen Abstand muss man sagen, dass es immer noch überragend ist. Auch ein wirklich super Gefühl für alle, die daran beteiligt waren. Und wir sind uns immer noch bewusst, dass wir gut gearbeitet haben, auch das Maximum in der Rückrunde rausgehauen haben und dass alle ihren Beitrag dazu geleistet haben. Und wir sind immer noch sehr glücklich, definitiv. Das glaube ich, wenn man hier auf die Anlage kommt. Die Leute sind auch alle gut zufrieden hier. Ich glaube, die haben auch allen Grund dazu, weil hier haben auch sämtliche Leute, denke ich, dazu beigetragen, dass das passiert. Nicht nur die Mannschaft, du als Trainer, sondern da gehören ja auch noch ein paar andere Leute zu. Wie zum Beispiel der Platzwart, der dein Papa ist, der den Rasen hier pflegt, als würde es keinen zweiten geben. Das ist schon eine tolle Sache. Ihr habt in der Winterpause den Pokal beim Masters gewonnen. Meinst du, hat das so einen kleinen Schub nochmal für die Mannschaft gegeben, dass ihr da noch alle enger zusammengerückt seid und da gesehen habt, was passieren kann, wenn man ja, so einen tollen Erfolg feiert, was da noch gehen kann? Ja, war definitiv ein Schlüsselerlebnis in der Saison. Das kann man im Nachhinein leicht sagen, aber so ist es tatsächlich gewesen, weil natürlich das Masters ein Turnier ist, das du normalerweise als Kreisligist nicht gewinnst. Und wir haben uns da gegen sehr, sehr gute Mannschaften verdient durchgesetzt und in erster Linie natürlich durch mannschaftliche Geschlossenheit. Und das war natürlich auch was wir mitgenommen haben, auch mitnehmen wollten in die Rückrunde, was dann beim Auftakt gegen Bippen leider nicht so gut geklappt hat mit dem Unentschieden. Aber dann die Mentalität während der ganzen Rückrunde war einfach überragend und ich denke, das war am Ende auch ausschlaggebend. Eintracht Rulle hat ja lange, lange Zeit die Liga angeführt. Ich glaube, 6, 7 Punkte Vorsprung teilweise. Vielleicht waren es sogar noch mehr. Wie bitter ist das dann letztendlich? Ich habe Eintracht Rulle auch einige Mal in der Saison gesehen. Auch eine wirklich tolle Truppe. Thomas Schilling hat da richtig gute Arbeit geleistet und leistet auch noch weiterhin gute Arbeit. Wie bitter ist das, wenn man dann wirklich am letzten Spieltag ja, abgefangen wird? Ja, ist definitiv bitter. Ich glaube auch, dass die Mannschaften vom Potenzial auf Augenhöhe sind. Dass es sich dann wirklich kurz vor Schluss entscheidet, ist für Rulle sicherlich bitter, aber die Voraussetzungen sind ähnlich wie bei uns. Ich glaube auch, da geht es relativ normal weiter, auch jetzt seit einigen Jahren Kontinuität drin, ähnlich wie bei uns. Und neben diesem Siegeswillen, den wir in der Rückrunde definitiv verkörpert haben, hat natürlich dann auch das Glück den Ausschlag für uns gegeben. Es hätte auch genauso gut anders laufen können, dann wären wir der Zweite gewesen und dann hätte man gratuliert. Und ich glaube, das Verhältnis auch zu Thomas Schilling und auch zu Rulle war sportlich natürlich schon, ja, dass eine gewisse Rivalität da ist, aber immer alles absolut im fairen Rahmen und Thomas Schilling hat auch persönlich gratuliert. Und ich denke, das zeigt auch, dass sowohl hier als auch in Rulle das Fußballspiel im Vordergrund steht und das Glück war dann am Ende auf unserer Seite. Ihr steigt jetzt auf in die Bezirksliga. Die Bezirksliga ist von den Mannschaften her wirklich in den Amateurligen überragend besetzt. Da werden einige Derbys auf euch zukommen. Lechting-Wallenhorst, Hollage ist aus der Landesliga abgestiegen. Haste liegt gleich um die Ecke, die sind wieder aufgestiegen. Also da kann man sich ja riesig drauf freuen, oder? Ja, du sagst es, also ich finde für mich als Amateurfußballer ist das in Osnabrück schon die schönste Liga. Für uns die Derbys gegen Wallenhorst und Hollage sind super Spiele, aber auch die ganzen Stadtmannschaften mit Dodesheide, Haste,
werden sehr interessant sein, werden für Zuschauer sehr interessant sein. Die Jungs kennen sich untereinander, fußballerisch, gerade was das Tempo betrifft, mit Sicherheit nochmal ein anderes Level als die Kreisliga, wo wir uns auch relativ schnell anpassen müssen. Fußballerisch glaube ich, dass es nicht das Problem wird, aber Intensität, Tempo wird man schon relativ schnell reinkriegen müssen, um nicht gleich unten drin zu sein. Das ist uns auch bewusst. Dann weißt du ja sicherlich schon, wo du den Hebel ansetzen musst mit deinen Jungs, aber ich denke, als ja, Team werdet ihr das schon meistern. Du selber bist Spielertrainer jetzt in der Kreisliga-Saison. Werden wir das auch in der Bezirksliga so sehen? Ich persönlich finde es relativ, ja, also beeindruckend sowieso als Spielertrainer, muss ich sagen. In der Kreisliga sage ich mir, geht das noch? In der Bezirksliga finde ich, wird es schon wirklich schwer. Es sei denn, man hat noch adäquate Augen draußen, die einem helfen, weil du bist ja selbst auf dem Platz mit dir selber auch beschäftigt. Oder siehst du da keine Probleme? Doch, also ich finde grundsätzlich die Lösung als Spielertrainer nicht optimal. Das habe ich auch vor der Saison schon gesagt, wollte mich eigentlich da auch ein bisschen zurückziehen, dann aufgrund personeller Engpässe wieder so ein bisschen reingekommen. Hatte persönlich dann auch eine gute Saison, weil ich auch durchgehend fit war. Und es ist auch ein Lernprozess für mich gewesen. Die ersten Jahre war es definitiv noch schwieriger. Jetzt mittlerweile im Zusammenspiel mit Thomas Vossenkemper, meinem Co-Trainer, hat sich das ein bisschen eingespielt. Ob das allerdings in der Bezirksliga so funktioniert, bin ich mir auch noch nicht so sicher. Ich persönlich fühle mich gut, das auch ganz klar. Ich habe auch noch Spaß am Fußballspielen, aber da wird man tatsächlich auch sehen müssen, was die bessere Lösung ist, was für die Mannschaft die beste Lösung ist, wie ich auf dem Platz das tatsächlich auch noch eine Liga höher umsetzen kann, beziehungsweise steuern kann, oder ob es dann vielleicht sinnvoller ist, tatsächlich nur noch auf der Trainerbank zu sitzen. Bleibt abzuwarten. Also ich werde auf jeden Fall die Vorbereitung ganz normal mitmachen, versuchen das auch auf dem Niveau dann umzusetzen als Spielertrainer und dann mit Abschluss der Vorbereitung Anfang der Saison schauen, was für alle Beteiligten die beste Lösung ist. Wie schätzt du generell die Bezirksliga ein? Über einige Mannschaften haben wir eben schon gesprochen, aber man darf natürlich nicht die Mannschaften aus dem Südkreis, wie jetzt Glandorf, verachten, sag ich mal, oder im Nordkreis, Merzen, Rieste, alles richtig kampfstarke, auch mittlerweile spielerisch starke Truppen. Ja, gegen Glandorf haben wir jetzt ja im Pokalfinale gespielt. Ich denke, das war auch ein Spiel auf Augenhöhe. Auch eine Mannschaft, die mit Sicherheit wie wir das Ziel Klassenerhalt hat. Das ist auch ganz klar, das wäre auch als Aufsteiger vermessen, da was anderes auszugeben. Ja, und ich glaube, die Leistungsdichte in der nächsten Saison ist sehr, sehr groß. Und ich sehe zurzeit auch noch nicht den klaren Absteiger oder den Top-Favoriten. Ich glaube, dass ähnlich wie in diesem Jahr, dass das Mittelfeld sehr, sehr groß sein wird. Und ich glaube, dieses Jahr waren zwischen dem ersten Abstiegsplatz und Platz 4, 5, 8 Punkte. Ich glaube, das könnte in der kommenden Saison ähnlich der Fall sein. Werdet ihr denn als Team zusammenbleiben oder wirst du viele Abgänge haben? Es werden ja vielleicht auch ein paar ja, Neuzugänge für die Bezirksliga-Saison erwartet, vielleicht sogar aus dem Jugendbereich hier bei euch. Genau, die Mannschaft bleibt komplett zusammen, wird ergänzt durch zwei A-Jugendlichen Spieler aus der JSG, ein Torwart und ein Offensivspieler, Malte Strohmann und Ole Hirnschemeier, auf die ich mich sicher freue, weil wir haben eine Altersstruktur, die okay ist, aber wir gehören schon zu den älteren Mannschaften. Und da ist es auch wichtig, dass wir auf den Nachwuchs setzen, auch auf den eigenen Nachwuchs. Ich hoffe, dass uns das so gelingt wie letzten Jahr, wo die Spieler, die hochgekommen sind, den Sprung auch eigentlich immer geschafft haben. Zusätzlich kommen Daniel Plümer von Soest-Fährte, auch ein junger, sehr guter Spieler meiner Meinung nach, sehr veranlagt, sehr abschlusssicher. Und David Rodriguez Munoz von Dodesheide 2. Und klar, freut man sich auf die Neuzugänge, ist auch gespannt, wie sie sich hier einfügen. Und ich glaube, dass man sich hier sehr schnell, sehr gut einleben kann. Und da gab es auch nie Probleme. Also ich freue mich auf den Kader, der hoffentlich qualitativ noch ein bisschen zugelegt hat. Wir sind auf jeden Fall auch gespannt. Jetzt ist erstmal Pause angesagt. Mannschaftsfahrten, ja, stehen für alle Mannschaften auf dem Terminkalender. Wo geht's für euch hin?
Wir fahren am übernächsten Wochenende nach Köln, haben so die letzten Jahre die deutschen Städte für uns entdeckt. Mallorca ist ja so ein bisschen raus bei uns. Ich fahre auch mal wieder mit, habe ich die letzten Jahre auch nicht immer gemacht. Und da freue ich mich natürlich nach so einer Saison auch drauf, das ist klar. Ja, vielleicht könnten wir uns als Team auch noch mit einklinken. Wäre sicherlich auch eine ganz lustige Nummer. Ohne Kamera. Ja, gerne. Ja, Mikro, danke, dass du dir noch eben Zeit genommen hast. Wir vom Team Osnabrück drücken euch die Daumen, dass du speziell mit deinem Team ja oftmals die richtigen Entscheidungen triffst. Und alles Gute für die Bezirksliga und nochmal Glückwunsch für die tollen Erfolge. Kreismeister seid ihr ja übrigens auch nochmal so nebenbei auch noch geworden gegen Glandorf, hast du gerade schon angesprochen. War wirklich ein herausragendes Jahr für euch, muss man sagen, mit einem tollen Abschluss. Alles Gute dafür und viel Erfolg. Dankeschön. Danke auch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns wieder vor der Kamera. Danke.